Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück hier am wunderschönen Kartentisch von Grand Tactician. The Civil War 1861 bis 1865, wenn ich das mal eben so auf Deutsch sagen kann. Ich würde mich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Damit hilfst du meinem kleinen Kanal und diesem kleinen, liebevollen Let's Play, sich durchzusetzen gegenüber den großen, großen Kanälen. Und für mich ist natürlich auch schon ein Konkurrent mit 10.000, 12.000 Abonnenten ein riesig großer Kanal. Und gegen den muss ich mich durchsetzen. Und das ist nicht einfach. Und möchtest du meine Arbeit hier unterstützen, dann würde ich mich freuen über ein oder mehr Kommentare und ein Like. Natürlich kannst du auch in Form einer Kanalmitgliedschaft hier meine Arbeit unterstützen. Vielen, vielen Dank auch meinen Kanalmitgliedern. Es geht bereits ab 1,99 los. Und damit helft ihr mir einfach, die Kosten, die dieses Hobby und dieser Betrieb hier dieses Kanals generiert, ein wenig zu dämpfen. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich bin in mich gegangen, wie wir jetzt hier weiter verfahren. Ich habe ein paar Sachen rückgängig gemacht, offscreen, die ich gemacht habe. So zum Beispiel dieses Pionierkorps, was ich hier aufstellen wollte, das habe ich mal gecancelt. Und auch so die ein oder andere Einheit, die ich aufstellen wollte, habe ich mal ad acta gelegt. Einfach, weil ich glaube, wir müssen hier unsere Ausgaben im Blick behalten. Das ist die große Limitierung, die wir haben. Unsere Wirtschaft. Und dafür brauchen wir jetzt mal einen strategischen Überbau. Wir haben jetzt in der letzten Folge uns operativ mal ein bisschen Gedanken gemacht, militärisch uns sortiert, aber wir müssen natürlich unsere Kriegsführung, ich möchte nochmal für Leute, die die Begrifflichkeiten jetzt nicht so ganz verstehen, wenn ihr das jetzt als ein Fußballspiel, als eine Fußballliga und ein Fußballverein betrachtet, was wir hier führen, dann ist die Taktik das, was wir während eines Fußballspiels anwenden. Operativ werden wir unsere Saison bestreiten, also Einkäufe, Mannschaftsaufstellung, Training, also langfristige Trainingspläne und so weiter. Ist unsere Mannschaft offensiv oder defensiv aufgestellt? Was für Spieler kaufen wir? Und so weiter, ja. Das ist die operative Führung, eine Saison mit einem operativen Ziel, Klassenerhalt, Meisterschaft und so weiter. Die Strategie ist die Gesamtaufstellung unseres Fußballvereins über mehrere Saisons hin betrachtet. Ich hoffe, ich konnte das jetzt einmal bildlich mit einem schönen Beispiel verständlich machen, ne? Dass diese Begriffe einmal klar sind. Also operativ haben wir uns in der letzten Folge Gedanken gemacht, wie wir unser Militär strukturieren. Wir fahren eine defensive, also operativ werden wir hier defensiv eingestellt sein. Es war historisch auch übrigens so der Fall gewesen, mit dem Hintergrund, dass man eben dann, wenn der Feind hier in unser Land eindringt, wir auch, oder damals dachte man das so, inwieweit man das hier so machen kann, weiß ich nicht, eben Guerillataktiken fahren kann, ja, Überfälle auf Nachschublinien und so weiter. Auch Guerilla-Überfälle auf den Feind, der lagert. Und ihr habt eben den großen Vorteil, dass Ortschaften, ja, die uns eben hier mit Nachschub, das werden wir uns alles aber gleich nochmal en Detail angucken, ne? Also die Ortschaften bieten ja auch Supply und so. Das hat der Feind dann eben nicht. Der muss dann teure Depots hier bauen und so weiter. Jetzt wollen wir aber mal über die Strategie reden. Wir müssen vor allen Dingen hier zur Erinnerung, wir haben unsere einzige Mine hier bei Knoxville. Wir haben hier die Polk's Command, was sehr, sehr schwach aufgestellt ist. Wir werden jetzt erstmal die ersten Stunden, die ersten Tage dieses Konflikts abwarten, um dann hier eventuell nachzulegen. Natürlich könnten wir hier auch sagen, wir rücken hier auf St. Louis vor. Ich weiß aber nicht, was mir da für Kräfte entgegenschlagen. Und wir sind hier gut aufgestellt, zweifelsohne. Aber ich weiß, wie gesagt, wie sieht es denn da mit dem Supply aus? Ja, das sieht nämlich nicht so gut aus, ja. Und wir haben auch keinerlei Bahnlinien hier. Das ist zum Beispiel was, was wir strategisch jetzt entscheiden könnten. Wir könnten vielleicht hier eine Bahnlinie, vielleicht gibt es da eine Variante, die nach, was ist das hier? Fort Smith. Ist da auch irgendein Ort? Nee, Port. Ist es Fort oder? Nee, Port. Fort Smith.
eine Farm hier. Wir können ja mal, also das können wir uns schon mal irgendwie vielleicht vormerken. Lass uns das doch direkt mal machen. Was würde das denn kosten? Was haben wir denn hier? Die geht weiter nach Texas, auch nicht so schlecht. Das stärkt natürlich auch den Handel, ne? Nee, das auf gar keinen Fall. Und Rot ist dann im Feindesland, ne? Ja. Okay. Ich verstehe nicht so ganz. Also hier sind doch Gleise. Current IP tax revenues. Estimated impact of construction transport capacity plus 1000%. Tax plus 3,9 Millionen. Dauert halt auch ein Jahr, ne? Krass. Montgomery. Gucken uns, das hatten wir eben. Dann haben wir hier eine Linie. Aber die nutzen einfach schon Gleise, die bestehen, oder was? Ja, oder? Also hier gibt es doch schon Gleise. Ach so. Union Pacific. Ach so, die gibt es ja auch schon. So, hier würde jetzt was Neues gebaut, ne? Ja. Okay. Dallas, was haben wir denn hier für... Shortage and Oversupply. Production and Demand machen wir erstmal. Shortage Oversupply. Das ist eigentlich am wichtigsten erstmal, oder? Das ist extrem wichtig, ja. Wir haben natürlich, wenn wir uns mal angucken. Ah, das sieht mir jetzt gerade ein bisschen schlecht. Mach das mal weg. Also wir haben halt ganz, ganz große Probleme beim Mehl. Also wirklich gigantische Probleme. Das ist natürlich essentiell, ja. Damit backen unsere Leute ihr Brot. Ja, die Food Production ist, ich sag mal, auf 50% von dem, was sie soll. Es ist auch nicht so ideal, aber bei der Mehlproduktion sind wir wirklich desaströs, ja. Also seht ihr das? 27,9k versus 807k. Iron Production ist gar nicht so schlecht. Iron Ore Production ist natürlich auch unter aller Sau. Vor allen Dingen haben wir da das Problem, dass wir nur eine Mine haben, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Lead, ist es Blei? Kann es sein? Was ist denn Lead? Nee. Ich habe jetzt Führen, aber das ist... Entschuldigt bitte, ich war gerade auf meinem Übersetzer. Was ist denn Lead? Schreibt das mal in die Kommentare. L-E-A-D. Ich habe es gerade in... Leder, ja, sind wir auch ca. bei 50%. Nitter, ist das Nickel? Zucker haben wir 0. Wolle, immer so bei einem Drittel. Transportships. Und die Lokomotiven sind wir auch so bei 50%. Also Mehl ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema. So, jetzt gucken wir mal. Production and Demand. Ist das Salz hier? Ja. Also Salz wird... Ist das hier Brot oder was ist das? Cotton. Okay, das sind so Bälle, ne? Also so Ballen. So, nicht Bälle, sondern Ballen. Oder Schafe. Holz. Uniforms. Hier müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Hier wird auch viel produziert.
Das ist natürlich hier in Frontreichweite, ne? Uniformen, Textilien, Provisions, Gunpowder. Wo haben wir denn noch Gunpowder? Das ist ja auch super wichtig, ne? Weapons. Also das ist auch eine extrem wichtige Region hier. Das ist Virginia, ne? Das ist wirklich extrem. Guck mal, Artillerie hier. Was ist denn hier? Ist hier irgendeine krasse Fabrik oder was? Heidemart. Best Offers. Trades last week. Shortage oversupply. Da. Aber Mehl sehen wir irgendwie nirgends, weil das an die Bevölkerung geht, oder wie? Kann das sein? Und auch an die Truppe wahrscheinlich, oder? Wolle. Also da sehen wir keinen Shortage, ne? Aber mach mal Demand. Das sehen wir dann schon. Flower hier. Das sind die Städte wahrscheinlich, ne? Ja. Also das ist so, also gar nicht für die Industrie als solches, sondern eher für die Versorgung der Bevölkerung. Das ist natürlich alles riesiger Posten, ne? Also das müssen wir irgendwie kompensieren. Und das schlägt sich wahrscheinlich. Nee. Okay. 8,1 Millionen. Da werden wir aber nochmal warten, weil wir müssen gleich mal gucken, wie sich. Ah ja, und wir brauchen ein Prisoner Camp. Aber ich lasse es erstmal laufen und dann gucken wir uns mal an, wie die Kosten hier sich verhalten. Weil hier sind so ein paar Sachen noch gar nicht mit drin. Also Recruitment zum Beispiel, da habe ich noch keine Ahnung, was uns da jetzt blüht. Ich lasse das alles mal so, wie es ist. Wir gehen nochmal hier da rein. King Cotton. Agriculture policies allow new act. This will improve corp exports to Europe. The maximum amount of annual agriculture subsidies is increased per policy level. Allowing financing of further agriculture projects. Source of new farms. Also wir könnten jetzt Technologien, so nenne ich das jetzt mal, bis hierhin, ne? Also Chapter 2, da sind wir, Demon of War. Mexican Intervention. Interessant. Diplomacy. Wir haben aktuell das hier und ich würde dann tatsächlich Arming of Civilian Ships. Act allowing the Confederate government to purchase civilian steamships to bolster the Navy. The seamen will be armed and put into service while more ships will be available to the Navy sooner. Ja, das haben wir noch ein bisschen Zeit. Regulars würde ich, glaube ich, mal machen. Und Diplomacy ist. Diplomacy policies increase the maximum amount of annual diplomatic subsidies per policy level, allowing further diplomatic endeavors and projects, including trade deals, improved relations with the Europeans, as well as weapons import deals. Und wo kann ich diese Weapon import. Ah, das sind wahrscheinlich die Projekte, ne? No appointment possible. This required a subsidy fund of. Und geht das dann schneller hier hoch, wenn wir sowas hier dann freigeschaltet haben? Wahrscheinlich, ne?
Mensch, Basti. Projects. Da, doch, da sind wir doch. Und hier müssen wir uns jetzt mal Gedanken machen. French Warships. Was wir da anstreben. Und damit sind ja auch die Subsidies dann zu leisten. Also zum Beispiel hier Banken. Wo sehe ich denn, was das ist? Ah, ich muss hier draufklicken. National banks to increase the efficiency. National banks can further increase the available capital in the region, increasing private wealth and lowering construction costs of companies, as the banks can operate. Das ist natürlich... So, improved credit rating. Finance economic reforms that will directly influence the nation's credit rating. A credit rating is an evaluation of the credit risk of a... Ja, das wissen wir ja alles. Ja. When the credit rating is high, cheaper loans are offered. Ja. Market reform. Finance improvement of the nation's domestic markets to boost the economy in the long term. This will increase the efficiency of all market billings. Also, ich würde sagen, als Strategie haben wir unser größtes Problem ist ja unsere Wirtschaft, ja. Da sind wir einfach unterlegen. Wir brauchen also ein stabiles Fundament, auf das wir unsere militärische Rüstung stellen. Tatsächlich ist das Credit Rating hier die größte Limitierung im Moment, um hier an Devisen zu kommen für uns. Finance measures to suppress any hostile population in conquered states and territories, reducing active opposition. Das ist Subsidy Funding Policies. Das ist auch farblich dann markiert, ne? Also wir gehen nochmal hier in... Genau, es gibt Policies. Sollen wir vielleicht... Plus zwei Policies. Was ist denn, wenn ich das runter... Versuche, also die Kosten hier mal gleich zu halten. Und da warten wir nochmal. Ich gucke nochmal jetzt hier. Also wir haben jetzt das um 2 Millionen reduziert und 1 Million hier hoch. Also 1 Million haben wir noch. Projects, oh, ich kriege gerade bei WhatsApp 1000 Nachrichten. Ey, das nervt. So. Wir gucken mal weiter. Infrastructure Reform. Das ist die Industrie, ne? Ja. Finance Improvement of the Nation's Infrastructure to allow faster movement of goods. Infrastructure Improvements such as macadamizing roads or building new corduroy roads, construction of modern bridges or improving the canal networks are expensive projects but will also greatly benefit the nation's war effort. Civil order. Finance the internal security effort of the nation. The citizens will react to news from the front lines as well as decisions made by the government. When support for the war effort starts to waver, negative effects like riots, ja. Farm mechanization. Plantation. Das brauchen wir nicht, dafür haben wir unsere Sklaven. Cotton is king.
A policy of using cotton as a tool to maintain good relations with the European great powers. The very large European textile industry needs a steady flow. Ja, weil wir brauchen ja auch eventuell Waffen oder sogar Truppen. Hier, Railroad Construction. Construction of new railroads requires a lot of resources and labor. Finance the railroad engineer and increase immigration of cheap manpower for labor, especially from China and Ireland. Ich habe dieses Project further increase the speed of constructing new railroads. Auch geil, ne? Was haben wir hier jetzt alles? Austrian Rifles. Nice. British Rifles. Make a deal with the British. Da machen wir quasi jetzt auch unsere Deals. Diplomacy Funding. Aha. Okay. The latest rifle artillery types. Confederate weapons. Production. Providing captured machinery to provide domestic versions of the US service rifle. Das finde ich ganz geil, dass wir auch in heimischer Rüstungsproduktion was haben. Da brauchen wir auch überall nicht allzu viel. Guck mal, Springfield Rifle. Mass production of Springfield Rifle muskets in the South. Nice. Das machen wir als allererstes. Das geht auch schnell. Das ist super wichtig. Rebuild Ironclads. Ja, da gab es auch ein... das ist auch sowas. Ja, aber auch da... nicht nur der Krieg zu Land hat sich massiv verändert. Vom napoleonischen Linienkampf hin zum Grabenkrieg tatsächlich, ne? Sondern auch auf See waren ja die hölzernen Segelschiffe dann über Nacht obsolet. Da gab es da dieses berühmte Seegefecht von zwei so Panzerschiffen, also Ironclads, die sich aber gegenseitig nicht versenken konnten, nur verbeulen. Modern Warships. Armored Gunboats. Das ist British Warships. Spannend, spannend, spannend. So was haben wir hier. Command Reform, Finance and Military Organization and Leadership Reform that will allow multiple armies and independent corps to be grouped under sufficiently experienced commanders into army groups. This way of organizing highest field command will improve unity of command and will result in improved coordination. Ist es dann das Armeekorps, was wir einführen? Reintroduce the core system hier. Das ist auch total wichtig. Schade, dass die das gleiche Bild haben, da kann man das so schlecht auseinanderhalten, ne? Logistic reform. Financial reforms in the nation with improved laws. Training the nation's logistical capacity can be. Okay, trade warfare. Recruit agents. Geil, echt richtig, richtig geil. Artilleriereform. Traditional artillery batteries are distributed within an army and attached to infantry brigades or even regiments. The infantry commander is then in command of the attached gunnery, usually detaching a few guns. This limits the tactical... Ja, das haben wir ja schon so ein bisschen... wo war ich jetzt hier? This, the tactical use of artillery in battle. Organizing multiple batteries into battalions. Das machen wir ja quasi schon ein bisschen, ne? Allows an artillery commander, a specialist, the use of big guns to manage his batteries to better support his commander. It's two battalions. And allow recruitment of artillery battalions with 16 guns. Ja, und dann können wir die auch wieder den... Divisionen unterstellen oder den, ja. Im Moment haben wir ja die einzelnen Batterien sozusagen extra organisiert. Okay. Also, was schließen wir jetzt daraus? Wir brauchen, das ist auf jeden Fall auch voll wichtig. Ich würde die Diplomatie mal auf 1 Million hochziehen. Oder kann ich das hier eintippen? Oder auf minus 1 Million.
Und das hier auf 1,5. Na komm. Und das auf 1,5. Und dann müssten wir also, wenn ich es jetzt richtig gemacht habe, die gleichen Ausgaben haben, vielleicht ein bisschen mehr. Okay, wir werden hier gleich einen Kredit aufnehmen. Wir machen jetzt mal Play. Und dann werden wir mal abwarten, was. Jetzt werden erstmal die ganzen Häfen hier blockiert. Das ist natürlich ganz toll. Und wir haben hier halt echt Probleme mit der Versorgung. Hier ist aber ein Depot, ne? Das müsste ja hier ein Depot sein, oder nicht? Ja. Aber die kriegen nicht von da, sondern hierher. Was ist, warum ist hier jetzt so ein Ausrufezeichen? Was ist das? Meine Factories. Was heißt denn dieses Ausrufezeichen? Economy Alarm. The cost of pre-goods for this company are approx. 50 million, while the produced goods are worth approx. Ja, die machen miese. Kaffee ist natürlich der Preis extrem hoch. Ja, die ganzen Sachen, die halt short sind, ne? So, wir warten jetzt mal. Ich mach's mal ein bisschen schneller. Wir warten, oder? Mach ich das jetzt schneller? So, da ist es. So, Debt. Da haben wir aufgenommen. Ja, manche Sachen sind dann im Negativen und manche im Positiven. Das ist alles sehr verwirrend. So, wir haben 25 Millionen aufgenommen zu einem Zins von 7,74. Das geht natürlich unsere Rating runter. Wir sind aber hier jetzt im Plus mit 15 Millionen. Deswegen würde ich mal sagen, wir bauen mal einem. Ah ne, wir müssen vor allen Dingen mal ein Gefängnis bauen. Die Frage ist, wo bauen wir das? Prison Camp. When capturing enemy soldiers, field commanders have the choice of paroling them or sending them to prison. Also ja, die wieder freizulassen oder die halt ins Gefängnis zu schicken. Paroled soldiers very often return to their units and continue fighting. Also das wollen wir natürlich nicht. The camps require workforce and supplies, but make sure the enemy soldiers do not return to fight. Wir brauchen supplies. Wir brauchen workforce. Sollen wir das nach Columbia verlegen? Das ist ein bisschen weiter weg von der Front. Das ist aber an der Bahnlinie hier. Supply. Und hier hätten wir Supply. Weil der Hafen ja hier blockiert wird, ne? Zwölf Schiffe, ey. Boah. Wo bauen wir das Gefängnis, Leute? In die Sümpfe von Florida, da können die nicht abhauen. Und Workforce. Was haben wir das hier an den Supply? Ups, ne, Support. Ich würde es nach North Carolina, oder ist es zu dicht an der Front? Nehmen wir lieber South Carolina, oder? Dann nehmen wir Columbia, da sind schöne Sümpfe. Und Workforce. Eben Workforce angucken. Workforce is needed by local companies and influence private wealth. States with low available workforce grow faster and generate bigger taxes.
Also Florida zum Beispiel wäre das, ja? So deute ich das jetzt mal. Also hier wäre mir eigentlich am liebsten, aber das ist vielleicht ein bisschen nah an der Front. Oder? Nein, das geht. Machen wir hier. Das ist schön sumpfig. Machen wir das mal hier weg. So. Prison Camp constructed. 3,8 Millionen. So, dann machen wir wieder Play. Und dann... Ein Hospital haben wir ja noch. Eins zumindest. Foundries, Farms. Hier sehen wir, was halt... Die Mühlen brauchen wir unbedingt, ne? Aber auch Factories... Wir warten nochmal. Weil ich will nicht, dass wir jetzt gleich wieder noch einen Kredit aufnehmen, ne? Und weil wir haben ja hier die Interest Costs, ja, 3,3 Millionen. Das ist viel Geld für uns. Ja, mag sein, die Union kann hier da locker 12 Millionen an Schulden hier schultern. Das ist für uns wäre das eine Katastrophe, ja, 12 Millionen. Was haben wir hier für einen Support? 95. Was haben wir hier oben? 25. 15. Kentucky sind wir immerhin bei... Bei 70. 40. Entschuldigung. Ja, Kentucky zu erobern wäre halt, sag ich mal, echt... Ist mir noch wichtiger als Missouri tatsächlich. Weil wir dann ein bisschen Puffer haben zu unserer Eisenmine. Wir haben hier sogar... ...10 Millionen. Wir sind hier auch noch im Plus. Jetzt haben wir auch die Recruitment-Kosten. Navy Upkeep 6,5 Millionen. Die ist eigentlich Schrott, unsere Navy, ne? Building. Das ist jetzt unser Knast oder was, den wir bauen. Subsidies 12 Millionen. Das haben wir nicht verändert. Das ist doch gut. So, warte mal, ich gehe hier nochmal in Politics rein. 27 Tage. Wir machen hier die Regulars auch mal, ne? Und das ist eigentlich... Was passiert denn jetzt hier, wenn ich das jetzt erforsche? Ja, Policy, Diplomatic Policies increase the maximum amount of annual diplomatic subsidies per policy level. Ist das die... Also, dass ich den Regler einfach höher schieben kann? Oder ist es dann auch effizienter? Increase the maximum amount of annual, oder ist das hier annual policies, also wie viele hier möglich sind? Kann das sein? So, wir werden die Regulars mal erforschen und das ist eigentlich auch wichtig, oder? Policies allow a new act that will support the nation's war effort. The maximum amount of annual industry subsidies is increased. Was heißt denn annual? Ich gehe mal eben in meinen... Annual. Jährlich. Ja. Also ich kann nur mehr investieren. Also ich muss es mir aber trotzdem leisten können, oder? Ja, dass ich halt hier ein höheres Cap habe, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich kein Geld habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde jetzt die Industrie hier auch mal auf 3 Millionen hochmachen. Na komm. Und Agriculture, das, da geben wir dann insgesamt nochmal 1 Million mehr aus. Und das Militär nehmen wir 1,5 Millionen mehr aus. Dann machen wir das Militär auf 2 Millionen. Very low. Military. Okay.
auf 4,5 gehen. Und dann warten wir mal ab, wie sich das verhält. Ne, 4,5. Weil None ist echt wenig, also, oder? Und hier genauso, dann gehen wir mal auf... Oh, jetzt wird's schon wieder eng, ja? Wenn wir auf 3 Millionen hochkommen. Ne, auf 2,5. Das ist echt, ja, schwierig. Wir warten mal ab jetzt, wie sich das hier entwickelt. Wann wird das denn immer aktualisiert? 7,5. Sind wir jetzt nur noch im Plus. Ist das jeden Tag, wird das dann aktualisiert oder was? Gucken wir mal, dass wir ein bisschen Geld ansparen und dann eben ein paar Gebäude bauen können. Und ich würde jetzt auch schon nochmal hier eine Einheit rekrutieren, eine Infanterieeinheit. Mal Kentucky. So. So. Boah. Aufpassen, echt. Debt. Aber ein bisschen schneller. Railroad Transport Capacity. Pause. Army of the Shonar preparing for siege. Okay. Ja, in der nächsten Folge gibt es das erste Gefecht oder die erste Schlacht. So, Johnston schreibt uns, sehr, sehr schön, ja, mit der Unterschrift von Johnston persönlich. Hi Excellency, the President, I have engaged the Enemy Department of Pennsylvania, fielding approximately 18.000 Mann, also ungefähr 18.000 Mann, stehen uns hier gegenüber, I'm preparing a defense line to hold my ground. My pickets report the enemy is deploying to defend and preparing fieldworks. Their light exchange of musketry along the lines with light casualties will hold until advised otherwise. Economy Alarm. Okay, damit sind wir... Ah, scheiße. Es ist so schwer, das da ein Gefühl für zu haben, wie, also, ne? Und da nehmen wir dann schon wieder einen Kredit auf. Das ist eine Katastrophe. Und die Subsidies sind gar nicht so hochgegangen jetzt, ja? Aber Army Upkeep ist halt unglaublich hochgegangen, oder? Ein Horror, ey. Brauchen unbedingt hier so Finanzierungsprojekte. Scheiße, ich dachte, ich kann jetzt ein bisschen Geld sparen, Leute. Wo ist denn mein Fehler? Sagt mir das mal. Oder ist es normal, dass wir jetzt einfach nochmal einen Kredit aufnehmen?
Scheiße, echt. Warum ist es jetzt so hoch, der Army Upkeep? Weil wir die neuen Truppen in Dienst gestellt haben, weil die jetzt im Gefecht sind oder also, was hat sich denn jetzt verändert? Ja, also das ist doch immer noch nicht hier da. Das dauert doch noch. Nun gut. Die erste Schlacht steht uns bevor. Keine Perks. Wir haben aber Reiterei, ne? Das haben die nicht. Die haben... Die haben zwei Batterien hier. Das haben wir auch. Die haben ein bisschen mehr Geschütze in den Batterien. Mal gucken. Okay, Lieben. Lasst mir ein Like da. Lasst mir ein Abo da. Bleibt dem Kanal erhalten und schaltet nächste Folge wieder ein. Da geht's nämlich rund. Ich bin der Basti, ich bin hier raus. Ciao, ciao.